Everything changes. Halli, hallo, hallöchen. Willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Sender MZ80. Und zwar schauen wir uns heute ein altes oder neues Game an. Spintires. Matte Runner. Also neu aufbereitet und jetzt auch für die PlayStation, auch für die Konsole und genauso auch für die Xbox, für den PC. Aber wir schauen uns das auf der PlayStation 4 an und lasst uns mal beginnen. Okay. So, ich dachte, ich muss erst noch das Tutorial spielen. Es gibt 9 Karten. Das Monstrum werden wir zuerst spielen. Okay. Und ich glaube, wir gehen einfach noch bei den Einstellungen rein und stellen uns da noch die Musik. Kann ich glaube ich nicht einstellen. So, Tutorial wäre da. Ich glaube, wir machen erstmal das Tutorial. So, damit jeder weiß, um was es geht. Die Musik geht mir hier langsam schon ein bisschen auf die Nerven. So, wir können hier die Kamera drehen. Die Kamerasteuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Muss man echt sagen. Man muss eigentlich voll rumschwenken, bis man auf die andere Seite ist, wieder zurückschwenken und ist dann eigentlich auf der linken Seite. Genauso geht's, wenn ich auf die rechte Seite will, muss erst ganz rumschwenken und kann an der rechten Seite vorbeischauen. Wir können nachher noch eine Ansicht vom Fahrzeuginneren. Gibt's noch, aber das geht hier im Tutorial nicht. So, fahren wir mal los. So, Handbremse lösen, jawohl. Und los geht's. Ja, genau. Jetzt ist das schon mit der Kamera. Also er fährt auf der Straße schon nicht schön, der Wagen. Und im Schlamm wird es wahrscheinlich noch viel besser. Worum geht's eigentlich in dem Spiel? Genau. Für die, die es ja nicht kennen. Es geht eigentlich im Groben und Ganzen eigentlich hier um durch den Schlamm zu fahren. Aber eigentlich transportieren wir Holz von A nach B mit großen Geräten. Also nicht jetzt hier mit so einem Geländefahrzeug, sondern eigentlich mit große, schwere Lastwagen. Und ja, versuchen da eigentlich durch das unwegsame Gelände eigentlich zu kommen. So, wir müssen da dichter ranfahren, damit wir das Fahrzeug freischalten können. Auch das finden wir eigentlich immer wieder auf der Karte, damit wir irgendwo noch versteckte Fahrzeuge haben. Hier haben wir jetzt Fässer drin mit brennbaren Flüssigkeiten. Und das ist eigentlich bloß ein kleiner LKW, da gibt es noch viel, viel größere. So, der läuft schon mal. So, da lösen wir mal die Handbremse und dann fährt er eigentlich auch schon los. So, und hier haben sie noch, im Gegensatz zu früher, haben sie wohl irgendwie noch was an der ganzen Fahrphysik und so dran getüftelt. Das soll jetzt wohl besser geworden sein. So, Seilwinde. Wir haben Seilwinde an jedes Fahrzeug, soweit ich weiß. So, wie kann ich jetzt die Winde lösen? Da, okay. So, dann gehen wir wieder Gas. Das Teil hier hat kein Allrad.
Dann gibt es jetzt, wie wir gerade sehen, kommen wir zu einer Werkstatt. In der Werkstatt können wir die ganzen Autos konfigurieren. Wir können hier verschiedene Aufbauten machen. Wir können ja, Räder teilweise wechseln. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei dieser Version hier auf der PlayStation auch geht. Auf jeden Fall können wir den ganzen Aufbau wechseln. So, wir können hier jetzt entladen. Jawohl. Okay, jetzt sehen wir schon. Jetzt haben wir da unser tolles Fahrzeug. Jetzt können wir da noch einen Anhänger hinten ran machen. Wir können ja mit verschiedenen Sachen können wir da eigentlich. Jetzt könnten wir da eigentlich eine Sattelkupplung eigentlich dran bauen und so weiter und so fort. So, wir müssen jetzt eigentlich Holz laden. Wo ist denn jetzt hier die Ladefläche? Genau, die müssen wir jetzt aufbauen. Aber ihr seht, wir können da verschiedene Sachen konfigurieren. Das Auto uns so umbauen, wie wir das gerne hätten. Ob wir damit Holz transportieren wollen, ob wir damit gerne Treibstoff transportieren wollen. Oder es gibt auch Reparaturpunkte. Die Fahrzeuge können Schaden bekommen. Und ja, da gibt es eigentlich noch so gewisse Aufbauten. Da kannst du dann eigentlich, hast du Werkzeug dabei oder kannst es eigentlich selber reparieren. Kannst ja auch ein Auto bauen mit Reparaturpunkte. So, jetzt haben wir es da beladen. So sieht es aus. Holz, okay. Wie gesagt, das ist jetzt ein kleiner Lastwagen, den wir da haben. Aber das ist eigentlich hier das Ziel von dem ganzen Spiel, Holz von A nach B zu transportieren zum Sägewerk. Vom Holzverladepunkt zum Sägewerk. So, wir können dann eigentlich auch noch, jetzt nicht im Tutorial, aber sonst können wir auch die Gänge selber wählen. Haben wir untersetzten Gang und einfach so wie wir jetzt fahren, Automatik, wo das eigentlich selber irgendwie da ein bisschen hin und her schaltet. So, wir hören schon die Siegesmusik hier. Ich bin noch gar nicht da, ich stecke hier noch im Schlamm fest. So, das Spiel gibt es eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, seit 2014 für den PC und jetzt eigentlich auch für die Konsole. Und ich bin gespannt auf die neuen Karten. So, jetzt muss ich da noch entladen. So, jetzt habe ich gewonnen. Alles klar. So, und beim nächsten Mal gehen wir eigentlich da im Einzelspieler und werden da mal anfangen, ja, das Zeug da alles freizuschalten. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein wenig Einblick gegeben in das Spiel und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.